Schränke frottelt. Heute. Let's Play Euro Truck Simulator 2. Jetzt hast du, glaube ich, knapp 780 Abonnenten. Ja, in dem Dreh ungefähr. Es ist jetzt in letzter Zeit echt ziemlich hochgegangen. Unter anderem dank deiner Hilfe. Ich bin ja vorher bei so 200 rumgeguckt für einen guten Monat noch, aber ja, es ist dann echt nicht richtig losgegangen. Es war dann auch die Aktion, ich glaube, wir haben ja angefangen mit Brammen. Ja. Und rein schon, dass ich Brammen gemessert habe, ich glaube, das Video war ja am gleichen Tag noch online, dadurch habe ich schon 50 neue Abonnenten bekommen, weil die Leute dann einfach schauen. Und durch Fabians Spruch natürlich auch, Rocktus die blöde Sau. Ja. Das war mehr freundschaftlich gemeint, das hat er mir auch schon gesagt, also das war jetzt nicht so ernst gemeint. Das kam aber auch nicht so rüber. Also, ist ja, es ist ja. Ja, also bitte, die meisten kennen ihn ja zumindest von seiner Arbeit her und ja. Das ist doch klar, das meint er nicht böse. Ja, ich spiele jetzt eben seit einem halben Jahr mit ihm auch immer wieder zusammen abends Battlefield und dann hat es einfach ein paar Aktionen gegeben, wo ich ihn halt tierisch genervt habe, sagen wir es mal so. Also ja, ja. Ich kann mich noch an ein Szenario erinnern, da hatten wir Rush auf, ach Gott, wie hieß die Map wieder, Operation Firestorm. Und der ist irgendwo oben am Turm gestanden, hat die ganze Zeit gesnipert und die Runde war fast aus und hatte, glaube ich, 24-0 oder irgend sowas. Er war jedenfalls noch ohne Death. Und ich bin halt irgendwie mit dem Fall schon abgesprungen, neben ihm gelandet und habe ihn halt gemessert. Und er war halt, ihn hat es halt tierisch genervt, dass das jetzt sein einziger Kill war. Und meinte ja, dann, das kann ich mir vorstellen. Aber er nimmt es ja, wie gesagt, auch sportlich. Das ist ja, ja, warte mal, ich muss gerade ausfahren. Uiuiuiuiuiui. Diese scheiß Ausfahrten hier. Was war denn, was habe ich jetzt gerade gefragt zuletzt? Wir waren bei deinem Channel. Genau, bei meinem Channel waren wir. Bei deinem Channel waren wir, genau. Also du spielst ja nicht nur Battlefield 3, ich habe jetzt gerade mal gesehen, aktuell spielst du, glaube ich, irgendwie Arma 2 und Star Wars Battlefront 2 auch irgendwie. Ja, also Battlefront, das ist jetzt, ich bin ein absoluter Star Wars Fan, also ich habe Star Wars schon als kleines Kind geliebt und liebe es immer noch. Habe da wirklich jedes Spiel gesammelt, jeden Film, alles irgendwie. Habe auch so einen Wackelkopf, wie du hast, also nicht so ein R2-D2, aber ein Stormtrooper. Ja. Den hast du, glaube ich, wahrscheinlich aus dem Disneyland, oder? Du meinst den R2-D2? Genau. Den hat meine Frau mir geschenkt zum Geburtstag irgendwann. Ich weiß nicht, wo der herkam. Irgendwo aus den USA. Mhm, ja, meine Schwester hat mir meinen geschenkt zum Geburtstag und der war aus dem Disneyland Paris. Ah, okay. Und er schaut ungefähr von der Packung genauso aus, aber ich habe meinen auch noch nie ausgepackt. Nee, ich habe den schon ausgepackt. Der kann ja lustige Sachen machen. Der kann ja tanzen und dann kann er die Musik aus Jabba's Palast spielen und die Botschaft von Prinzessin Leia ist auch drauf. Und dann hat er irgendwie noch so einen Alarm-Dingsbums, so eine Lichtschranke, wenn man dann vorbeiläuft, dann, also Einbrecher, ja, die alarmiert er dann, dann macht er Lärm und so, der kann schon ein bisschen was. Aber, ja, das ist natürlich auch ein Sammlerstück, ist ja klar. Ja, meiner kann nur mit dem Kopf wackeln. Na, immerhin, das kann auch nicht jeder. Ja, und jetzt eben nochmal zurück zur Battlefront, und weil eben jetzt LucasArts dicht gemacht wurde, was mich tierisch genervt hat, weil ich dachte, jetzt muss ich die ganzen geilen Star Wars-Spiele, die ich ja so geliebt habe, fast Let's Playen, habe jetzt damit angefangen. Battlefront war jetzt eigentlich das erste, weil ich das jetzt zur Hand hatte. Und ich warte noch, ich habe ja so ein ganzes Team, das mir immer so hilft, also unter anderem diese Skyway, die immer die Ansage spricht für mein VIP-Jagd-Video und noch ein paar ich andere. Ich dachte, das wäre deine Freundin. Nein, sie ist nicht meine Freundin. Obwohl das auch schon oft gefallen ist, ob wir zusammen sind. Aber nee, wir sind nur Bekannte. Ah, vielleicht wird das ja noch. Da geht noch was. Ja, und jetzt warte ich eben gerade darauf, dass sich die ganzen Leute da auch mal wieder Battlefront kaufen oder teilweise auch mal wieder, die haben das verliehen und auch wieder zurückholen. Ich möchte es nämlich gern together spielen mit ihnen, weil es einfach allein ziemlich unlustig ist, weil die Bots saublöd sind in dem Spiel. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Aber ich möchte in dieser Serie dann auch noch Star Wars Republic Commando und Empire at War und diese ganzen Spiele spielen. Vielleicht auch noch X-Wing Alliance, das habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Also ich habe teilweise richtig alte Schinken dabei. Ja, da musst du aber hart sein bei X-Wing. Also das sieht mittlerweile heute schon ganz schön schlimm aus. Ja, ich weiß. Ja, ja. Aber es ist halt Star Wars, ne? Das ist schon eben was Besonderes. Was ist mit Rebel Assault, hä? Das habe ich zwar mal bei einem Kumpel gespielt, ich hatte es aber nicht selber. Ja, das glaube ich kann man auch nur mögen, wenn man es sich damals gekauft hat, als es erschienen ist. Und da warst du ja wahrscheinlich noch das Glitzern im Auge eines Milchmanns. Ganz so jung bist du ja doch nicht. 22, nee, ganz so jung bin ich auch nicht. Also ich glaube, es war Teil 1, ich weiß es nicht. Aber das war ja das mit diesen Filmelementen, wo man dann quasi im Film gespielt hat und so um die Ecke rum Stormtrooper erschossen hat. Das ist ein Spiel gewesen, für das man sich damals eben das erste CD-ROM-Laufwerk gekauft hat. Mhm. Das war auch eins der ersten Spiele auf CD-ROM. Und das habe ich mir damals gekauft und da musste dann komplett neuer Rechner her. Und
das war super, das hat damals super ausgeschaut. Wenn man es heute anguckt, da könnte man brechen. Ja. Und das ist halt spielerisch auch nicht so der Brüller. Das war halt schon sehr wie auf Schienen, bist du ja da überall rumgeflogen. Ja, was fahren die denn alle so langsam hier? Ich dachte, wir sind in Italien. Dreck hier. Die Italiener fahren doch wie die Blöden, oder nicht? Ja, aber hupen aber auch wie die Wahnsinnigen. Ja, das stimmt. Also hallo, jetzt überholt er mich wieder rechts. Naja, wir sind eh bald da. Das ist dann kann ich wieder woanders hinfahren. Kannst mein Namensschild basteln. Ich könnte dir dann ein Namensschild basteln, richtig. Das machen wir noch. Das ist eine gute Idee, dass du wenigstens eine kurze Zeit noch immer mit Namensschild fährst. Na, ich. Moment, muss ich runter? Nein. Ich muss erst später runter. Apropos Italien, ich war jetzt im Herbst erst unten. Ich mit einem Verein, wir waren in Solferino, haben so die Gründerstätte des Roten Kreuzes. Jetzt habe ich gesagt, ja, ich bin beim Roten Kreuz auch und haben uns die Gründerstätte des Roten Kreuzes angeschaut. Und da waren wir halt auch mit so einem riesigen Reisebus unterwegs und da sind dann uns die Autos vorbeigefahren mit einem Affenzahn im 50er, also sicher mit 100 bei uns vorbeigefahren. Hand auf der Hupendauer gehupt, das war ich. Also teilweise ist dann dir schon schlecht geworden, wenn dann so die Autos in dir vorbeifährst und dachte, das war jetzt wacker. Ja, die spinnen die Italiener, definitiv. Die Römer vor allen Dingen, ne? Die spinnen die Römer, genau. Asterix. Also du bist so schon auch, du spielst schon ganz gerne Ego-Shooter, du hast aber auch andere Sachen auf deinem Channel, ne? Ja, genau. Also Ego-Shooter eben mit Arma, jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen, das ist schlimm. Ja. Armory fand ich eigentlich extrem lustig, den Modus, den habe ich jetzt auch erst vor kurzem kennengelernt. Es ist quasi DayZ, nur eben im Original-Setting in Arma. Es ist halt dieser Flughafen, dieser große. Und da steht ja allmögliches Zeug rum, Flugzeuge, Helikopter, Panzer, alle möglichen Waffen und es ist halt einfach so zum Ausprobieren. Und wir haben das ein, zwei Mal so gespielt und es ist immer ein Riesenchaos geworden. Am Ende hat immer alles gebrannt und alles war am Kopf gestellt. Und ich dachte, das muss ich jetzt irgendwann mal aufnehmen. Und es kommt auch zurzeit sehr gut an, weil ja dadurch, dass Arma auch recht verbuggt ist, immer noch, es auch sehr lustig ist. Ich glaube, in Folge 3 war es dann so, dass einer plötzlich mit dem Panzer am Dach gelegen ist quasi und sich im Kreis gedreht hat. Komisch. Also es war dann ganz lustig. Darum habe ich die Serie jetzt eingeführt und ja. Das erinnert mich ein bisschen an den Landwirtschaftssimulator. Da ist die Physik auch so komisch. Ja. Noch schlechter, als ich in Physik jeweils war, und das muss was heißen, ey. Aber du hast ja auch dieses Terraria, das sagt mir erstmal gar nichts. Ich hab's zwar mehrfach schon gehört, das Spiel, aber was ist denn das genau? Es ist ein Minecraft, könnte man jetzt fast sagen, 2D. Jetzt werden mich ganz viele Leute steinigen, aber es ist viel mehr. Ne, ich spiel's jetzt noch gar nicht so lang. Ach, weißt du, mach dir nichts draus. Die Dislikes krieg ich diesmal komplett ab. Also, kannst du hier alles vom Leder lassen da. Die Disliken hier bei mir, das ist schon okay. Nee, also es war, glaube ich, irgendwann bei Steam mal ganz billig in Aktion. Dachte ich, hol's mir mal. Fand's dann recht lustig und dann hab's halt meinen ganzen Leuten wieder gesagt, die es noch nicht hatten, hey, holt euch das mal. Und die fanden das dann auch lustig und ja, dann haben wir halt mal aufgenommen, die erste Session. Und die läuft gerade noch. Wir müssen jetzt bald mal Nachschub produzieren. Und teilweise ist es ganz lustig, teilweise haben wir absolute Noobs wie mich drin, die keine Ahnung haben, was man echt tun muss. Und teilweise solche Leute wie Skyway, die da einmal alles schon die Mordsrüstung hat und alles, den musste ich dann extra sagen, sie sollen einen neuen Charakter machen, weil die wollten ernsthaft im Let's Play mit dem OP-Ding reingehen und uns quasi alles vor der Nase weghauen. Aber es ist im Endeffekt in Minecraft in 2D, also du hast so eine 2D-Welt, du kannst halt alles Mögliche weiterhin abbauen. Du musst am Anfang kein Werkzeug craften, du hast am Anfang alles, was du brauchst und kannst dir halt dann auch ein Haus bauen und musst dich runtergraben, Monster schnetzeln, also das ganze Programm. In so ganz habe ich es auch noch nicht durchblickt, weil dann heißt es immer, du musst den Monster besiegen oder diese Wall of Flesh und ich kenne mich dann immer nicht aus, wenn diese Begriffe fallen. Was ich jetzt tun muss, da bin ich auch immer schwer vom Begriff, aber langsam komme ich dahinter. Wir sind jetzt in Firenze. Weiß der Geier, wo das ist. Also ja. Italien ist mir schon klar, aber schauen wir da mal kurz auf die Karte. Irgendwo, nirgendwo ist das hier irgendwo. Bologna, da waren wir auch schon, da sind wir durchgefahren. Naja. Ist auch egal, ich muss ja nur irgendwie abliefern, dann passt das schon. Irgendwo und nirgendwo. Ja, du, sag mal, hast du dir eigentlich, du hast doch, nee, warte, ich also ständig, mir fällt ständig was Neues ein. Anderes Spiel, was habe ich noch gesehen, MacPixel, was war das denn? Das habe ich nur kurz vorhin gesehen, aber was ist MacPixel bitte? Das war ist ein Greenlighted-Spiel auf Steam, das ist anscheinend so eine Art MacGyver-Verarsche und pixelig, wo man nur 20 Sekunden Zeit hat, irgendeinen Blödsinn zu machen, um da quasi jetzt dieses Setting zu retten von Explosionen. Und teilweise ist dann ganz lustig, dass man, also es ist so ein Point-and-Click quasi, man muss rumgehen und da draufklicken, darauf klicken, der macht dann immer irgendwas anderes. Und dann sind dann solche Sachen, zum Beispiel, dass er einen Geldschein aufnimmt, andere Hand hat er die Bombe, zeigt zum Typen, hey, willst du das Geld? Der rennt natürlich hoch zu ihm hin, er möchte das Geld haben. Stattdessen drückt er ihm die Bombe in die Hand und der rennt dann mit der Bombe weg. Also es ist auch lustig gemacht. Es ist, ich finde es mal. Das sind dann mehrere Szenarien, die man in ein paar Sekunden lösen muss, oder wie? Genau, es sind so fünf, glaube ich, immer. Oder sechs.
Das weiß ich jetzt sieht gar nicht. lustig aus, also es sah sehr lustig aus. Also so gemalt wie mit Paint irgendwie von einem Fünfjährigen. Ja, es ist auch ziemlich pixelig, also mit einer moderner Grafik nicht zu vergleichen. Aber es hat, glaube ich, ein einziger Mann entwickelt und ist eben Greenlight-Spiel. Heißt, der Typ hat das greenlighten lassen. Das sagt jetzt sicher einigen was. Also, das kann man so auf eine Webseite stellen und dann können Leute quasi spenden dafür. Und wenn dann das Projekt realisiert wird, dann, ja, durch dieses Geld wird es dann verkauft. Ja, über Steam dann. Genau, also ich glaube, Ja. Faster Than Light ist ja auch ein Greenlighter-Titel gewesen. Ja. Das habe ich auch mal let's played, aber das ist nicht so angekommen, leider. Ich fand's lustig. Ja, das mit dem Ankommen ist so ein Problem, ey. Ich sag's dir. Also, ich werde das mit Battlefield und mit dir zusammen, wenn ich mal Zeit habe, wirklich mal ausprobieren. Und im Zweifel dann mit Battlefield 4, keine Ahnung. Irgendwann werden wir das ausprobieren. Ich fürchte nur allein, es wird nicht ankommen. Also ich weiß nicht, Shooter kommen bei mir irgendwie nicht an. Die wollen irgendwie alle nur Simulatoren sehen. Also ab und zu mal vielleicht so ein bisschen Shooter, ja. Aber keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so, weil diese Shooter, diese Bekannten, die werden halt von den ganzen großen Let's Playern schon gemacht und dann ist das irgendwie schwierig, dagegen anzustinken. Da gucken die Leute das natürlich dort, ne? Ja, es ist ein bekanntes Problem eben, dass halt vor allem diese großen Titel von einem Sarasa oder von den anderen Leuten halt schon so zu Tode let's played werden, dass sie halt bei einem Kleinen nicht mehr schauen. Also ich möchte jetzt auch versuchen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, versuche jetzt auch nicht mehr die großen zu let's playen. Also ich habe mein Far Cry 3 let's play, das ist gar nicht mehr gelaufen, das habe ich jetzt auch eingestellt. Und ich werde auch nicht mehr mit so großen Sachen nichts mehr machen. Ich versuche halt jetzt kleinere Sachen zu machen, Sachen, die Leute vielleicht nicht kennen oder Also Sachen das anders beruhigt zu mich, also spielen. das beruhigt mich zu hören. Also es beruhigt mich nicht, dass ich hier jetzt hänge natürlich. Das beruhigt mich überhaupt nicht. Ich dachte vielleicht, es fällt keinem auf, aber jetzt war es ja dann doch ein bisschen zu auffällig. Ich wollte jetzt hier noch einen kleinen Kreis drehen und dann muss ja hier dann rückwärts rein. Aber das beruhigt mich. Was mich beruhigt ist, dass du auch du Far Cry 3 gespielt hast und es irgendwie nicht ankam, weil das zeigt mir, dass es nicht daran liegt, dass ich so scheiße spiele, sondern einfach wirklich daran, dass das von den Großen da so weggemacht wird, dauernd, ne? Ja, So, jetzt warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier mich ausrichten, jetzt wird's schwierig. ja, dann rede ich am besten noch ein Ja, bisschen. red mal was, red Äh, mal was. was, was ich jetzt noch sagen wollte, ich glaube halt einfach, wenn man aber so ein großes Spiel anders spielt, halt wie es vielleicht jetzt nicht die großen spielen, also zum Beispiel jetzt mit so einer Vipia von Battlefield 3 oder ein verrücktes Spiel oder was man da macht, ich glaube, dann kann man auch wieder auffallen. Aber halt mit. Ja, dazu müsste ich aber das Spiel vorher spielen, damit ich weiß, was ich da draus machen kann. Ja, wenn man es schon spielt, dann kann man sicher irgendwas Irgendjemand hat mal sich vorgeschlagen, überlegen. Also, man soll. du Irgendjemand hast. hat mir mal. Bitte? Nee, kannst du reden. Mir hat irgendwann mal jemand vorgeschlagen, ich soll Far Cry 3 spielen als Tierfreund oder sowas. Ergibt das irgendwie Sinn? Naja, also man braucht ja die ganze Zeit die Tierhäute, um sich irgendwie quasi so Waffenbeutel zu bauen, um mehr Waffen zu tragen. Sonst kannst du die ganze Zeit nur mit einer Waffe rumgehen. Das ist relativ doof. Und ich glaube, das geht gar nicht, weil in einer der ersten Missionen musst du, glaube ich, sogar Tiere umbringen. Sonst kommst du gar nicht weiter. Ja, das ist ja dann sinnlos, Ja, ne? also das ist. Man muss Also ja, ich habe glaube das, ich habe ja, ich habe das Modern Warfare 2 als Pazifist gespielt, das hat super funktioniert, aber das kannst du bei den neuen total vergessen, weil da musst du so viele Leute umbringen, da kommst du gar nicht drum rum. Jetzt warte mal, jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen einschlagen. Aber das beruhigt mich mit Far Cry, dass das bei dir nicht funktioniert hat. Also nicht, dass ich mich darüber freue. Das könnte jetzt vielleicht so rüberkommen, aber das meine ich nicht so. Ha, ich bin drin! Ja. So, pass auf. Ausgezeichnet mal wieder endlich. Ja, ich habe so viel Bockmist gebaut in den letzten Folgen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das hast du auch noch gar nicht gesehen, weil ich bin immer ein paar Folgen voraus. Das wird ihr alles noch erleben. Das war ganz schlimm zum Teil. So, Level 22 Meister. Genau, das wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt für eine weitere Frage. Was sagst du denn zum Euro Truck Simulator 2? Also eigentlich bin ich überhaupt nicht der Simulatorenfreund. Also ich bin zwar irgendwann mal, ich weiß nicht mehr warum, ich habe jetzt mal überlegt jetzt im Vorfeld, wie ich eigentlich damals auf deinen Kanal gestoßen bin, aber ich fand es damals einfach so lustig, wie man diese ganzen Bugs, also diese Sachen, die mich auch in meinen Simulatoren gestört haben, so durch den Kakao gezogen wurden. Das fand ich immer deinen Channel immer so genial. Und Eurotruck habe ich jetzt in letzter Zeit erst angefangen, für mich entdeckt. Und jetzt habe ich mich auch von dir überzeugen lassen, dass ich mir das auch hole. Und bin jetzt mal gespannt, wie das so ist. Also es ist einfach ein sehr gutes Spiel. Das ist so.
Ich erkläre es immer wieder. Ich habe halt natürlich sehr viele Fahrzeiten und deswegen fülle ich das mit Talkgästen dann. Zwischendurch eben mal mit Fahrten mit meiner Frau und halt immer ein bisschen versuche ich mal so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Und man muss halt einfach, da kommt man nicht drum rum, man muss halt lange Strecken fahren. Ja. Aber trotzdem hat mich das Scheißding gekriegt, insofern, weil man halt sich hocharbeiten kann, reich werden kann, immer mehr LKWs kaufen kann. Dieses blöde Geldverdienprinzip, das funktioniert halt auch dabei, bei dem Spiel. Ja. Und dann noch ganz wichtig, es gibt viele, viele Mods, das macht auch ganz, ganz viel aus. Ja, das ist auch ganz wichtig für ein Spiel, das finde ich auch extrem schade, dass es für Battlefield 3 überhaupt keine Mods gibt. Also ich weiß noch, für Teil 2 oder für Teil 1, damals gab es ja Haufen Mods. Also ich glaube, ich habe mal gerüchteweise gehört, dass Battlefield 2 hat ja schon in der Moderne gespielt und dass diese Idee auch von einem Mod her kam, weil irgendein schlauer Kerl für Battlefield 1942 eine Mod in der Moderne geschrieben hat und diese gut ankamen. Ja. Und Battlefield 3 sind halt Mods komplett draußen, du hast überhaupt keinen Zugriff. Ich hoffe, das wird nach Battlefield 4 besser, weil es ist echt schade, weil die Engine funktioniert also doch ziemlich gut. Es gibt halt so Feinheiten, aber sonst passt es eigentlich. Ja, vor allen Dingen, das sind ja auch in erster Linie auch wirklich PC-Entwickler. Ja? Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen schade. So, pass auf, jetzt kriegst du gleich mal, jetzt wird erstmal kurz repariert hier. Hast du jetzt schon angefangen zu spielen, oder? Ich hab's mir zwar schon bestellt, ist noch nicht da. Ah, okay. Aber so, jetzt habe ich mal schnell repariert hier und jetzt, pass auf, jetzt kriegst du dein Namensschildchen. Ja. Hurra. Da steht nämlich noch Pink Panther. Das war dein Vorgänger. Naja, genau genommen steht hier Pink Panther. ohne A, weil es war zu lang. So, pass auf, jetzt, wo haben wir das Ding? Das haben wir hier. Hättest mich früher rufen sollen, dann hätte ich ihn mal auf der Fahrt überfallen. Nochmal. Ja, genau, nochmal abstechen heimlich, still und leise. Ne? So, jetzt pass auf, jetzt kriegst du deinen Dingsbums. Das soll ja alles seine Richtigkeit haben. Rock Tox. Warte mal, geht ein 28 auch noch rein? Ja, mach einfach Rock Tox, das ist ewig. 28 würde aber reingehen, ne? Aber dann lasse ich es weg. Ja, dann mach Rock Tox. Rock Tox. Ich hätte mich ja auch gerne bei YouTube nur Rock Tox genannt, aber den Namen gab es komischerweise schon. Aber ich habe dann ein bisschen recherchiert. Ich habe keinen Rock Tox gefunden, das finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, das war. Das wäre auch meine Frage gewesen, warum heißt du 28? Ja? Ist es dein Jahrgang? Nee, es ist meine Lieblingszahl, also 28. Und mir ist dann auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen, wie ich den Channel erstellt habe. Das war ja nach der Aktion, dass ich rausgeworfen wurde. Dann war da ziemlich frustriert und habe eigentlich alles schnell notdürftig gemacht. Mir notdürftig in ein Intro zusammengeschnibbelt, dass ich dann schnell, sehr schnell ausrangiert habe, weil es einfach scheiße war. Und ein Logo gemacht, damit ich halt einfach was hatte, um wieder Videos hochzuladen, weil ich wollte es denen einfach zeigen, dass ich es auch kann.